Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Trees, Tag 15. Die Suche nach Lime Mineral oder ich glaube es heißt auf Deutsch Kalk, war erfolgreich. Und deswegen kann ich jetzt heute ein paar Sachen craften und das ist höchste Zeit, denn das geht hier alles nur sehr, sehr langsam voran, aber ehrlich gesagt stört mich das gar nicht so sehr. Guck mal, was ich sonst noch so machen kann. Fisch bauen, das kann ich noch nicht sammeln. Reinforced Plank. Glue. Glue ist, glaube ich, das, was ich brauche. Ich muss gerade noch mal gucken. Was ich denn nämlich gern als nächstes bauen würde, ist das Gewächshaus. Und dafür brauche ich Metal Plate, 24 Holzbretter und einmal Kleber. Und ich habe schon 3 von diesen Metal Plates gemacht irgendwann. Die sind oben. Die Bretter sind auch oben und den Glue, den kann ich jetzt hoffentlich machen. Ich hole mal alles, was ich so stolz eingesammelt habe. Hier ist nichts davon drin. So, ich brauche meines Wissens hier diesen Large, war das Lärchenharz oder sowas ähnliches, genau. Ich brauche 24 Bretter und diese 3 Dinger. Okay, jetzt muss ich improvisieren. Wo packe ich das jetzt alles hin? Und wir wollen keine große Unordnung. Ach ne, ist gar kein Platz für weitere. Doch, die passen hier rein. Okay. So, noch einen Platz. Dafür ist kein Platz mehr. Dann packe ich die hier dazu. Sehr gut. So, ich brauche Holz. Die sind noch nicht mal ordentlich gesteckt. Ich habe jetzt 17. 27. 24. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles, denn ich kann nichts weiteres mehr einsammeln. Da ich am Verhungern bin, kann ich gleich was essen, dann wird wieder ein Platz frei. Das trifft sich gut. So. Einmal aufessen. So, ich brauche Glue. Und dafür brauche ich 2 Lime Mineral. Ein von diesen Lärchenharz. Und 4-mal, oh, Ash Leaves. Oh, oh, oh. 2, 3. Ja, das sind doch die, oder? Okay. Dann schauen wir mal. Glue. Wie viel muss ich davon machen? Einen. Ich mache mal einen und hoffe sehr, dass ich ihn einpacken kann. So, ich habe jetzt einen Kleber. Oh nein, jetzt habe ich nur noch 1 von diesen Wellblechdingern. Wieso habe ich davon jetzt nur 1? Okay, dann habe ich das nur nicht eingepackt. Ich habe keins verbraucht offensichtlich. Mal kurz oben gucken. Ja, hier sind die anderen beiden. Nur schlampig eingepackt. 24 Holz, 1-mal Kleber. Ich hoffe, 1-mal Kleber reicht. Dann muss ich gleich nochmal nachlegen. Ja. Und jetzt kann ich ein Gewächshaus bauen. Ich kann es gar nicht fassen. Ab mit dir. Features unlocked. Gardening. Plant seeds. And get a steady source of vegetables. Got it. Das ist mal richtig, richtig schön. Wow. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt brauche ich Samen. Das sind die Sachen, die ich meistens habe liegen lassen, weil ich keinen Platz mehr in meiner Tasche hatte. Das rächt sich jetzt natürlich sehr. Aber ich wollte noch irgendwas craften. Hier oben wollte ich noch mal gucken, was mir für das Nähzimmer fehlt. Auch 1-mal Glue. Dann kann ich das tatsächlich auch schon machen. Okay. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Gießkanne. Das heißt, vielleicht schließe ich erstmal den Ausbau des Hauses ab, bevor ich hier weiter bastle. Ich könnte hier gleich noch mal 1-mal Glue machen. Aber ich weiß schon wieder nicht mehr, was da alles reinkommt.
Ich habe keine mehr von diesen. Was brauche ich denn noch? Ich gehe erstmal kurz gucken, was ich brauche. Das hat mich jetzt voller Freude, hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. So, also, ich brauche für einmal Glue, einmal das Harz, vier Blätter von diesem Yellow Ash Ding und nochmal Lime. Gut, von diesen Blättern habe ich genügend. Eins, zwei, drei, vier. Ich hoffe, das Lime, also der Kalk reicht mir. Denn das andere, was ich brauche, um überhaupt was anpflanzen zu können, davon gehe ich zumindest aus, ist hier diese Gießkanne. Und die ist aber nicht so kompliziert. Okay, dann machen wir direkt weiter mit nochmal Glue. Weil es so schön war. Gut, Glue. Dann kann ich eigentlich diese zwei Sachen wegpacken. Ich kann mir für die Gießkanne mal dieses Ding an die Seite pinnen. Das finde ich eigentlich eine super Idee. Das habe ich noch in keinem Spiel gesehen. Das finde ich total toll für so Leute wie mich, die sich das nicht merken können. Das ist perfekt. Moos ist oben. So, gleich mal gucken. So, das geht hier rein, das geht hier rein. Ich brauche zweimal Schrauben, zweimal Nägel und zweimal Moos. Schrauben, Nägel, Moos. Schrauben. Hier gerade nicht Nägel. Moos. Und ich vermute mal, dass ich damit Schrauben machen kann. Aber vielleicht habe ich ja noch welche. Einmal habe ich noch. Okay. Und das sollte reichen. Dann mache ich als nächstes die. Dies kann halt einmal Schrauben brauche ich noch. Schrauben. Brauche mehr von diesen Steel Pipes. Unbedingt. So, und jetzt möchte ich gerne eine Gießkanne machen. Wow, das ist ein echter Crafting. Tag und ich habe jetzt eine wunderschöne Gießkanne. Stack Limit 1. This can will hold fresh water. Ich nehme an, ich muss dann Wasser holen gehen. Aber eins nach dem anderen. Ich habe gesagt, ich baue erst das Haus noch fertig aus. Das mache ich jetzt auch. Wenn ich alle Sachen zusammenkriege. Ich weiß, ich brauchte sechs von diesen Dingen. Eins, zwei, vier. 5, 6. Wo habe ich es in Erinnerung? Ah, ich habe noch vier von diesen Dingern. Okay, was brauchte ich dann noch? 28. Oh, so viel Holz habe ich nicht mehr. Ich habe zwar viel Holz gebunkert, aber das habe ich gerade erst verbraten hier. 10, 13. Aber ich muss ja sowieso Wasser holen gehen, vermutlich. Wenn ich noch nicht genau weiß, wie es geht. Mal sehen. Dann, ja. Gehen wir kurz runter. Speicher nochmal. Ja, ich muss erstmal rausfinden, wie das hier mit der Gießkanne funktioniert. Die ist voller Wasser, so wie das aussieht. Das heißt, ich könnte gleich mal zur Tat schreiten und mal versuchen, den einen oder anderen von diesen Dingern hier anzupflanzen. Was habe ich denn? Das sind, glaube ich, zwei Sorten. Also fange ich mal mit den zweien an. So. Vermutlich. Wie mache ich das denn? Ich nehme mal die. Ah, Moment. Wenn ich die Taste 4 drücke. Ich nehme mal wieder die Hand. Ah, okay. Switch Seed, Plant Seed. Kann ich hier nur eins setzen? Ich mach mal. Okay, das sind gleich drei Pflänzchen. Das ist doch schön. Ivory Turnip. Und
Und hier noch die Ruby Beads. Schön. Und dann nehme ich mal an, muss ich jetzt hier... Ah, ich sehe sofort, wie viel Wasser die einzelnen Pflänzchen haben. Aber man muss sie auch einzeln gießen. Ich hoffe, man kann sie nicht übergießen. In die Gießkanne, da passt echt was rein. Gut. Vielleicht pflanze ich gleich ein paar mehr an. Na, ich experimentiere erstmal mit denen hier. Und ich muss hier... Ah, hier habe ich noch mehr Bretter. Sehr gut. Dann kommt die Gießkanne nämlich hier rein. So, was habe ich gesagt? Ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ich glaube, 28 Bretter. Das heißt, ich gehe mir jetzt am besten noch mal ein bisschen Holz holen. Und meine Bäume sind auch alle schon wieder nachgewachsen. Und was ich, glaube ich, auch mitnehmen will, und das fällt da ja automatisch mit ab, sind Zweige. Denn die brauche ich zum Kochen. Apropos Kochen, naja, ein bisschen habe ich noch. Nee, da ist noch ein dritter. 3. 10, 20, 21. Ich glaube, 28 Stück brauchte ich. Das geht ja sogar. Ich habe zum Glück vorgearbeitet und hatte noch relativ viel Holz tatsächlich einfach drin. Oh, aus dem Weg. So, 24, ich glaube 4 sollte ich noch mitnehmen. Den hier kann ich ja nicht wegkacken, der sieht klein aus. Immer noch einen von denen hier. Wow, 2 Ausbauten an einem Tag. Ich muss gleich mal mir mein Häuschen angucken. So. Und bin gespannt, ob nach diesen 2 Ausbauten überhaupt noch was kommt. Oh, Hunger. So, 10, 20, 27. Ich glaube, ich sollte mal noch einen mitnehmen. Der sieht sehr mickrig aus. Da fallen vermutlich nur 2 raus. Schön aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, ob was passieren kann. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich habe es auch nicht ausprobiert und man weiß es nie. Es wäre ein blöder Tod. Ich bin ja echt schon fast beeindruckt, wie zackig das heute geht. Okay, der Tag ist auch schon wieder fast rum. Weil die letzten Tage einfach so schnell vergangen sind mit, ich mache nur kurz 2, 3 Sachen und laufe sehr, sehr weit, um Dinge einzusammeln. Oh... Das schaut ziemlich gut aus, das Gewächshaus. Ich bin gespannt, wie groß das Haus gleich noch wird. Und jetzt kann ich plötzlich so viel auf einmal craften und Gemüse anbauen. Oh. Glaube ich, alles in der Tasche. Nähzimmer. Ja, ich habe sogar 30 Holzbretter. Dogbane Stems habe ich auch, glaube ich auch. Dann machen wir das gleich mal. Features unlocked. Sewing. Sew your own clothes and backpacks. Das klingt nach einem größeren Rucksack. Ich bin begeistert. Ein Kämmerchen. Das ist ja nett. Leider ein bisschen dunkel gerade. Okay. Hier liegt ein Nähzeug. Das ist aber nur Deko. Hier geht's los. Ah, da kommt wieder das Bienenwachs ins Spiel. Walls Bleak Skin. Okay, eins nochmal ein groß. Big Wanderer Outfit, Feather Large Outfit. Man sieht leider nicht... Ah, Placeholder. Hier ist ein Platzhalter eingebaut, also man sieht noch nicht, wie die aussehen, aber man kann es schon nähen. Und hier ist so Kälteresistenz, Widerstand nicht so groß, Stamina, Geschwindigkeit.
Ah, Camouflage. Das heißt, eventuell kann man sich leichter dem Bären nähern, wenn man so ein Ding hat. Hier, das zum Beispiel. Das ist viel, viel besser. Dafür brauche ich Walls Bleak Skin. Nicht den blassesten Schimmer, was das ist. Cattail. Davon habe ich, glaube ich, drei und noch nicht vier. Und jede Menge Bienenwachs. Oh, das sind mindestens acht Nester. Moos ist nicht so wild. So viel habe ich auf jeden Fall. Gut. Ja, das dauert noch einen Moment. Willow Backpack. 14 Slots. Wie viel habe ich denn aktuell halt? 12. Okay. Ja, klar, nicht schlecht. Stoff, Sewing Thread, das kann ich unten machen. Und nochmals 6 Dogbane Stems. Ja, die habe ich nicht mehr. Das heißt, ich brauche in jedem Fall hier Walls Bleak Skin und noch mehr Cattail. Und was würde das? Achso, das hier. Und ich kann auch schon mal Bienenwachs. Ach nein, hier ist noch eins. Thistle Backpack. 16 Plätze. Sticks, Chicorée ist okay. Sewing Thread ist okay. Hufang ist das ja total einfach zu machen. Und es ist größer. Das ist ja cool. Ja, dann auf jeden Fall den hier. Fungus Sewing Thread. Okay. Aber jetzt, bevor sich hier Erschöpfung breit macht, was habe ich noch in der Tasche? Muss ich schnell noch ein bisschen was kochen und dann sofort schlafen. Nehmen mal vier von denen hier mit. Oder zwei von denen und zwei von denen. So. Zwei Gleien habe ich im Gepäck. Weil ich das eigentlich auch am nächsten Tag machen könnte, aber. So, gleich ist das Essen fertig. Einmal rausschöpfen. Sehr gut. Und gleich die nächste Portion. Ja, das sollte reichen. Okay, zweimal Essen gekocht. Viel erledigt an dem Tag. Ausnahmsweise mal nicht rumgezogen, rumgelaufen, sondern mal was. Ach, ich dachte schon, hier wäre offen. Hey, meine Süßen. Okay. Das gucke ich mir morgen bei Licht neu an. So, das war es erstmal für heute. Jetzt schlafen und mal sehen, was der neue Tag bringt. Muss jetzt auf jeden Fall mal täglich nach meinem Pflänzchen gucken. Tag 16. So, ich bin noch nicht sehr hungrig, aber ich nehme mal meine Gießkanne mit. Die packe ich nach oben. Die packe ich hier hin. So, da fällt mir ein, es wäre schlau gewesen, was zu kochen, was meine Gesundheit wieder hochbringt. Also etwas mehr als so ein Standardessen. Ich werde gleich mal gucken, was das am ehesten konnte. Ich habe einen Medpack, aber die sind relativ teuer. Die will ich jetzt nicht sowas verschwenden. Wenn es auch mit Essen geht. So. Die Pickaxe nehme ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute tatsächlich Mineralien suche. Ich nehme sie mal mit. Dann. Oh, seht euch das an. Hier meine Pflänzchen wachsen. Die Sonne scheint durchs Fenster. Das Ganze ist irgendwie überhaupt ein Prachtstück. So, jetzt muss ich mir das mal genau angucken. Also, die Flüssigkeit ist zur Hälfte verbraucht. Ich vermute mal, ich habe ein Drittel des Wachstums geschafft. Oder genau andersrum. Ja, nee, ich denke so ungefähr. Und dann gieße ich da noch ein bisschen. Wenn ich, wie viel die im Laufe des Tages dann hier wegtrinken. Und
Nicht, dass sie bis abends schon hops sind. Hier die erste Ernte. Ah, es macht Bing, wenn es voll ist. Okay. Gut. Sieht gut aus. Wasser ist noch drin. Ach, ich habe ganz vergessen, dass das ja hier gar kein Platz ist für sowas. Pack mal die Crafting-Sachen, die zwei. Ja, das lasse ich mal hier. Genau. Was war es denn, was meine Gesundheit wieder besonders hochbringt? War das zufällig? Nee, gar nicht. Ein bisschen Gesundheit, aber wenig Nahrung quasi. Dann bräuchte ich vielleicht von dem da noch ein. Also müsste ich drei Zutaten reinpacken. Also eins von dem hier. Das bringt tatsächlich auch Gesundheit. Ziemlich viel. Das ist doch super. Dann mache ich von dem hier nochmal eins. Ich habe keine Sticks dabei. Und das wird nicht reichen. Na. So, das heißt die hier. Und ich muss erstmal den Kram nach oben bringen, weil ich sonst das Essen gar nicht rausnehmen kann. Das sollte hier rein. So. Gut. Ich muss auch schon dringend was essen. Das war aber beides mehr oder weniger dasselbe. Lass ich mal da eins. Ah, es hat ganz knapp nicht gereicht. So, das sollte jetzt ein bisschen mehr Gesundheit. Fast ein volles, meine volle Gesundheit wiederherstellen. Ich glaube, ich nehme nur das erstmal mit. Dann habe ich die zwei dabei. Okay, Sticks sind durch. So, dann würde ich doch mal sagen, ich brauche mehr Bienenwachs. Ich habe auch schon mal überlegt, mir ein Zelt zu bauen. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Aber im Moment weiß ich nicht, wie oft ich meine Blumen gießen muss. Deswegen warte ich mal ab. Hierfür muss ich noch ein bisschen gucken. So, Sewing Thread. Dafür brauche ich... Ach, Fishbone. Okay, nee, das... da habe ich noch keine Ahnung, wie das geht. Dann fange ich mal an mit Bienenwachs. So, kurzer Blick auf die Map. Wäre ja auch cool, vielleicht diese Richtung mal zu gehen. Vielleicht ist das da mit dem Kalk ein bisschen einfacher. Und ja, dann glaube ich so die Richtung. Ich bin gespannt, wie lange die Bäume brauchen, um nachzuwachsen. Ah, Moos, aber Moos habe ich noch. Allerdings, wenn ich jetzt so gezielt koche, dann sollte ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Pilze noch sammeln. So, passt in die Richtung überhaupt? Erstaunlicherweise so halbwegs. Ich gehe noch ein Stück hier links. Und hoffe natürlich, dass ich unterwegs ein paar Bienennester finde. Oder vielleicht erstmal nur eins. Ich glaube, das ist so... Das ist eins von diesen Dingern, wo es schlauer ist, erstmal nur eins mitzunehmen. Und vielleicht schaffe ich es ja auch diesmal, mich nicht ganz so doll zu verletzen. So. Nochmal kurz auf die Map geguckt. Oh ja, ich bin voll richtig. Hier irgendwo muss das sein. Ich weiß noch, dass ich letztes Mal links und rechts gesucht habe. Hier geht's durch. Das war aber schon ein Stück zu weit, glaube ich. Also entweder hier um das rum oder hier rum. Eher zu sagen. Ich halte jetzt mal wieder Ausschau nach einer großen Höhle. Denn das scheint ja so ein bisschen
Und das hier ist ein relativ kleiner Stein, also würde ich sagen, eher da drüben. Oder da oben. Könnte ich doch mal tatsächlich hochhüpfen. Ich meine, um den wäre ich schon komplett rumgelaufen. Vielleicht versuche ich mein Glück mal hier. Bin ja noch innerhalb, ja, des Kreises. Oh, langsam laufen. Erstmal Stamina aufholen. Also die Höhle war ja eigentlich so riesig, dass ich sie gar nicht übersehen konnte. Ich nehme mal an, die wird nicht viel kleiner sein. So, das war hier nur so ein Durchgang. Bisher keine Bienen und keine Höhle. Okay. Könnte es da hinten noch weitergehen? Ja, theoretisch schon, aber ich vermute eher ein bisschen weiter oben. Ich schaue trotzdem mal da drüben. Jetzt bin ich schon mal da. Hier ist ja der Wasserfall oder so ein kleiner Wasserfall, da ist es auch nicht. Da hinten ist so ein Holzstumpf. Oh ja. Uiuiuiuiui. Naja. Bienennest, die zweite. Letztes Mal bin ich im Kreis gelaufen, hab dann... Oh, sie sind noch hinter mir. Okay, gut. Die Bienen abgeschüttelt und dann die Sachen aufgesammelt. Das scheint eine gute Technik zu sein. Sehr gut. Ha! Und ich bin gar nicht mal doll verletzt. Hab schon wieder die Taschen voll. Super. Ich muss auf jeden Fall erst noch Hunger kriegen, bevor ich irgendwas anderes noch einpacken kann, was ich nicht schon hab. Aber ich habe die Höhle ja auch noch nicht gefunden, die hier irgendwo sein sollte. Da hinten ist was. Moment. Hier geht es weiter nach oben, aber hier... Oh, die sind toll, weil... Die wärmen. Vielleicht kann ich den hier einfach essen. Jo. So. Wow. Sehr schön. Leider kann ich das jetzt nicht mitnehmen, aber wenn das die Höhle ist, die ich suche. Ja, das sieht sehr gut aus. So. Oh, tatsächlich am Rand des Kreises. Gut. Gucken wir doch mal. Habe ich leider immer noch zu viel Zeug in der Tasche und es gibt hier auf jeden Fall... Lime Mineral. Was habe ich alles dabei? Den hier kann ich nicht roh essen. Den hier kann ich auch roh essen. Das mache ich mal. So. Läuft. War da nicht noch ein zweites? Ne, doch. Hier. Ein bisschen verschluckt worden. Da, es gibt hier wieder einen Blueprint. Wow. Fishing Rod Blueprint found. So, jetzt kommen wir hier diesen Fischknochen, also den Geräten quasi näher, denn jetzt kann ich eine Angel bauen. Voll gut. Oh Gott, hoffentlich stackt das jetzt entsprechend. Noch tot ist das. Ja, super. Das hat echt mal gut geklappt.
kann ich eigentlich auch direkt wieder Richtung nach Hause gehen, weil ich sowieso die Taschen voll habe. Außer ich finde unterwegs noch... Ah ja, von dem hier habe ich einen dabei. Noch Bienen, dann bin ich eigentlich gut genug aufgestellt, dass ich mich mit denen nochmal anlegen könnte. Ich weiß immer noch nicht wirklich, wie es mit Fallschaden aussieht. Aber ich glaube eigentlich, ja, zumindest so ein bisschen hat mir jetzt nichts ausgemacht. Ich könnte auf der anderen Seite des Flusses laufen und hoffen, dass es da noch Bienen gibt. Wo mache ich das? Hier, die Seite habe ich ja jetzt schon gesehen. Meine Orientierung sagt, ich müsste da unten durch, aber links, aber das scheint nicht zu stimmen. Und da bin ich auch schon wieder. Okay. Hier ist erstmal... Nee, Bienen sind relativ selten, habe ich gerade den Eindruck. Also zumindest steht nicht an jeder Ecke sowas. Dich kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber ich habe sowieso schon genug zu schleppen. Das soll erstmal reichen. Und da bin ich doch mal ausnahmsweise nicht super, super spät. Oh, es ist noch größer geworden. Ist das nicht fantastisch? Schaut euch das an. Dieses großartige Häuschen. Links jetzt mit dem Gewächshaus und rechts oben das Nähzimmerchen im Dachboden. Gefällt mir sehr. Vielleicht gucke ich auch gleich nochmal hier. Vielleicht gucke ich auch gleich nochmal nach meinen Pflanzen. Mal da bin. So. Das deckt noch ein bisschen. Nicht mehr. Wie viel habt ihr so verbraucht heute? Oh, sehr, sehr viel sogar. Okay, und wieso ist hier... Ach nee, ich dachte schon, ich hätte hier so eine Pfütze hinterlassen. Dann werde ich hier nicht warten bis zum nächsten Tag. Ist ja cool, dass man wirklich sieht, wie viel Wasser da noch rein muss. So, ich glaube, ich habe genug gegossen, aber ich muss eh nächsten Tag dann gleich wieder. Und dann bringe ich mal meine Schätze nach oben. Ich weiß noch nicht genau, was ich denn mit all dem Honig machen kann. Erstmal sammle ich ihn nur. Und Leim habe ich hier, glaube ich. 16 Leim, das ist super. Damit kann ich richtig viel machen, glaube ich. Und... Genau, ich habe noch was zu essen. Guck mal noch mal kurz, was ich hier wollte. Ach so, genau. Der geht nicht. Verstehe nicht genau. Okay, wenn man von denen hier viele hat, ist das vielleicht sogar einfacher. Ja. Sewing Thread. 3. Und hierfür brauchte ich... Ah, hier brauchte man keinen Sewing Thread. 3-mal Faden. Ich gucke noch mal schnell. Oh nee, es ist schon Nacht. Das gucke ich dann am nächsten Mal. Ja, ich gucke noch schnell. 3-mal Faden. Ach so, ja. Fischbaum. Und ich kann gleich mal gucken. Die Angel. Oh, das ist gar nicht so schwierig. Weiß ich doch schon, was ich am nächsten Tag mache. Einmal speichern. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.